on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Angeklagter Hermann Wilhelm Göring, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt Sie das internationale Militärgericht zum Tode durch den Strang. The indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life. Defendant Joachim von Ribbentrop, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Defendant Wilhelm Keitel, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Angeklagter Ernst Kaltenbrunner, gemäß den Punkten der Anklageschrift, nach denen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht Sie zum Tode durch den Strang. Defendant Alfred Rosenberg, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. On which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Defendant Wilhelm Frick, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Angeklagter Julius Streicher, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht Sie zum Tode durch den Strang. Angeklagter Walter Funk, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht Sie zu lebenslänglichem Gefängnis. Angeklagter Karl Dönitz, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht Sie zu 10 Jahren Gefängnis. Defendant Erich Rader, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to imprisonment for life. Defendant Waldo von Schirach, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to 20 years imprisonment. Angeklagter Fritz Baukel, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht Sie zum Tode durch den Strang. Angeklagter Alfred Jodl, gemäß den Punkten der Anklageschrift, unter denen Sie für schuldig befunden wurden, verurteilt das internationale Militärgericht Sie zum Tode durch den Strang. Defendant Otto Seisingquart, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to death by hanging. Defendant Albert Speer, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to 20 years imprisonment. Defendant Konstantin von Norath, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the tribunal sentences you to 15 years imprisonment. Martin Bormann, on the counts of the indictment on which he has been convicted, to death by hanging. Ich habe die folgende Bekanntmachung zu verlesen. Der Sowjetrichter des Internationalen Militärgerichtshofs wünscht, dass seine Entscheidung, die von der des Gerichtshofs in den Fällen der Angeklagten Schacht, von Papen und Fritscher abweicht,
in das Protokoll aufgenommen wird. Er ist der Meinung, diese hätten für schuldig befunden und nicht freigesprochen werden sollen. Seine Entscheidung weicht auch ab in Bezug auf das Reichskabinett, den Generalstab und das OKW. Er ist der Meinung, sie hätten zu verbrecherischen Organisationen erklärt werden sollen. Er weicht auch ab bezüglich des Urteils über den Angeklagten Hess und ist der Meinung, die Todesstrafe und nicht lebenslängliches Gefängnis hätte verhängt werden sollen. Die 11 zum Tode Verurteilten werden in den ersten Stock des Gefängnistraktes im Nürnberger Gerichtsgebäude verlegt. Die 7 nicht zum Tode Verurteilten kommen in den dritten Stock. Die 3 Freigesprochenen bleiben vorerst in ihren Zellen. Gefängniskommandant Oberst Andrews erteilt den Angehörigen, Kinder und Frauen die Erlaubnis, die Angeklagten erstmals zu sehen, zu sprechen. Streichers Frau ist im Zeugenflügel des Gefängnisses inhaftiert. Die 3 Freigesprochenen von Papen, Schacht und Fritsche geben im Gefängnis ihre erste Pressekonferenz. Sie genießen die ersten Zigaretten und Coca-Cola. Sie bleiben weitere Tage unter Obhut des Gefängnisdirektors Andrews, da sie befürchten mussten, von der deutschen Polizei verhaftet zu werden. Die letzten Filmaufnahmen für Jahrzehnte von den 7 zu Zeitstrafen Verurteilten. Hess, Funk und Räder erhielten lebenslänglich. Schirach und Speer 20 Jahre. Von Neurath 15 Jahre, Dönitz nur 10 Jahre. Der alliierte Kontrollrat lehnt die Gnadengesuche aller Angeklagten am 11. Oktober 1946 ab. Die Hinrichtung wird für die Nacht vom 15. zum 16. Oktober festgesetzt. 2 Stunden vor der angesetzten Hinrichtung begeht Hermann Göring Selbstmord mit Cyankali. Die letzten Worte der zum Tode Verurteilten. Gott schütze Deutschland. Gott sei meiner Seele gnädig. Mein letzter Wunsch ist, dass Deutschland seine Einheit wiederfindet, dass eine Verständigung zwischen Ost und West zustande kommt und Frieden in der Welt regieren möge. Ich bitte den Allmächtigen um Erbarmen für das deutsche Volk. Über 2 Millionen deutsche Soldaten gingen mir im Tode für das Vaterland voraus. Ich folge meinen Söhnen. Alles für Deutschland. Ich habe mein deutsches Volk und mein Vaterland vom Grunde meines Herzens geliebt. Ich habe nach den Gesetzen meines Landes meine Pflicht getan. Ich bedauere, dass mein Volk in seiner härtesten Zeit von Leuten geleitet wurde, die nicht Soldaten waren und die Verbrechen begangen haben. Ich hatte an den Verbrechen nicht teil. Ich kämpfte ehrenhaft. Deutschland, Glück auf. Rosenberg ging schweigend in den Tod. Streicher war der Einzige, der Heil Hitler rief. Frank sagte zu Pater Sixtus gewendet: Ich danke Ihnen für Ihre Fürsorge während meiner Gefangenschaft. Ich bitte Gott, mich gnädig zu empfangen. Es lebe das ewige Deutschland. Ich grüße dich, mein Deutschland. Ich sterbe unschuldig. Das Urteil war ungerecht. Gott helfe Deutschland und mache es wieder groß. Gott möge meine Familie schützen. Ich hoffe, dass diese Hinrichtung der letzte Akt der Tragödie des Zweiten Weltkrieges und eine Lehre sein wird, sodass Frieden und Verständnis unter den Völkern herrschen werden. Ich glaube an Deutschland. Erst am 18. Juli 1947 werden die 7 zu Zeitstrafen Verurteilten nach Berlin-Spandau überführt. Während Dönitz, Speer und Schirach ihre volle Strafe verbüßen mussten, wurden wegen Krankheit Neurath 1954, Räder 55 und Funk 57 vorzeitig entlassen. Hess war bis zu seinem Tode 1992 in diesem Spandauer Gefängnis inhaftiert.